Hey Bro. Wer bist denn du? Dich hab ich ja noch nie gesehen. Ey, ich bin Walze. Weißt du, wo der Chef ist? Walze sagt mir jetzt gar nichts. Na, ich bin noch nicht so oft hier, muss ich sagen. Walze ist wirklich nicht oft hier. Das weiß ich selbst, dankeschön. Trotzdem. Möchtest du vielleicht anmoderieren? Intro, let's go. Hi. Was willst du jetzt? Hallo Sau. Hallo. Hi. Wollte ich doch Hallo sagen, nicht Hallo. Oh. Servus Leute, willkommen zu einer neuen LSPD-Folge hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder mit der deutschen Polizei. Man glaubt es kaum. Und wir haben heute ein wunderschönes Fahrzeug. Moment, es ist ja noch dreckig. So, kurz sauber machen. So gefällt es mir schon viel besser. Ah, geil. Und zwar fahren wir mit diesem Auto. Wir fahren heute nämlich mal mit diesem Fahrzeug, weil der liebe Snowfall, der in meinem Stream letztens rumgeheult hat, dass ich immer mit den gleichen Fahrzeugen von ihm fahre. Deswegen dachte ich mir mal, komm, installierst du mal für den Schneemann ein anderes Auto. Dankeschön. Und deswegen fahren wir heute mal mit diesem Auto auf Streife. In München, let's go. Ich dachte mir, weil ich mal in einem Video habe ich mal gesagt, wir haben jetzt immer so Tagesaufgaben in München, dann habe ich nie Tagesaufgaben gemacht. Ich habe heute mal wieder Bock auf Tagesaufgaben. Unsere Tagesaufgabe ist es heute. Run. Run. Sie hat's geschafft. Okay, Google. Burglary. Einbruch. Einbruch. Leute, wir haben Einbruch reinbekommen in ein Haus. Da fahren wir hin. Was sagt man denn sonst noch so, wenn man ein Video macht? Ich habe zu lange keins mehr gemacht. Oh, schau doch mal, wie gut ich fahren kann, ey. Ey! Wie gesagt, ein Einbruch wurde uns gemeldet und da scheint eine Person quasi noch vor Ort zu sein. Dementsprechend könnte es sein, dass wir die Einbrecher auf frischer Tat ertappen. Okay, in 500 Metern sind wir da. Ich glaube, es ist da hinten sogar in einem Wohngebiet. Oder das ist ja so ein kleines Wohngebiet da oben. Da wurde, vielleicht in so einer fetten Villa eingebrochen. Holy shit, ich glaube, in so einer richtig fetten Villa wurde da eingebrochen. Ist das, oh mein Gott, es ist Michaels Haus. Es ist, in Michaels Haus wurde eingebrochen. Okay. Okay, Alter, die macht nicht bei der Polizei auf. Alles klar, muss ich mit dir drüber kratzen. Die Einbrecher scheinen wirklich noch vor Ort zu sein. Dann klettern wir mal hier ganz, yo, Digga, richtiger Ninja bin ich hier reingegangen. Okay, Ninja. Ninja, Ninja, Ninja. Okay, Leute, jetzt. You should be in the near of the apartment. Try to arrest the burger. Okay, ich soll einen Burger verhaften. Let's go. Polizei, ist da irgendjemand drin? Hallo? Michael? Frau von Michael? Kind von Michael? Hallo? Oh, vielleicht oben. Okay, die Person scheint oben zu sein. Ich höre auf jeden Fall schon mal jemand. Okay, okay, er schießt! Er schießt, er schießt, er schießt! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Verstärkung, Verstärkung, Verstärkung! Schnell, 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 schnell! Ich brauche hier unbedingt Verstärkung. Ich bin hier in Michaels Haus. Ist eigentlich überall bekannt hier in München. Ey, kommen Sie einfach sofort, ne? Ich werde angeschossen, ich werde angeschossen. So, ich hab mal Bescheid. Ich hab meine Zentrale. Lassen Sie die Hände fallen! Das, was Sie in der Hand haben zum Schießen. Auf den Boden legen. Legen Sie sich sofort auf den Boden. Hey. Auf den Boden legen. Hab Angst. Nein. Oh mein Gott. Ich kann ja gar nicht schießen. Richtiger Schlumpf. Wo ist er hin? Ist er geflüchtet? Einbrecher, wo sind Sie? Machen Sie mal Piep, dass ich ungefähr weiß, wo Sie sind. Das ist uns unfair. Okay. Da ist er. Nehmen Sie die Hände sofort nach oben. Nehmen Sie die Hände hoch. Oh, Kollege. Schön, dass du da bist. Hilfst du mir? Das wäre super. Okay. Nehmen Sie die Hände hoch, Sie sind festgenommen. Was fällt Ihnen ein, hier eigentlich einzubrechen? Need money, money. Okay, ist ein gutes Argument. Wer schleicht denn da noch eigentlich rum? Hallo, guten Tag. Sind Sie Komplize? Guten Tag, bleiben Sie mal kurz stehen. Bleiben Sie mal eben stehen. Geben Sie mir einen Ausweis. Was machen Sie hier? Sie wohnen hier doch nicht. Hier wohnt Michael. Und ich kenne alle Bewohner von Michael. Corey States, what are you doing here? Was machen Sie in diesem Haus? Boah, gute Frage. Das war mit Abstand die schlechteste Ausrede, die ich jemals gehört habe, wenn ich jemanden gefragt habe, was er in diesem Haus macht. Kollege, nimmst du ihn bitte fest? Dankeschön. Kein Ding, mache ich natürlich. Hätten Sie was dagegen, wenn wir noch kurz ein Thumbnail machen? Zusammen? Das wäre doch eine coole Sache. Kommen Sie mit. Dann können Sie gleich ein bisschen was wieder gut machen. Pluspunkte sammeln. So, die Kollegen kümmern sich jetzt um den Einbrecher. Der andere Dude, der da mitten in der Wohnung war. Ich weiß nicht, was mit ihm los war. Wir werden ihn mal mitnehmen, werden das Ganze abchecken lassen. Meine Kollegen haben hier gerade ein paar Probleme. Aber das ist jetzt nicht mein Problem. Wir werden jedenfalls weiterfahren, ein bisschen auf Streife und schauen, ob wir vielleicht rote Autos finden zum Kontrollieren. Oh mein Gott, dieser Übergang. Ich bin einfach der King in Übergänge gestalten. Nice. Achtung, hier spricht die Polizei. Bitte fahren Sie rechts ran. Bitte fahren Sie rechts ran und bleiben Sie nicht mitten auf dieser komischen Verkehrsdingsbums da stehen, okay? Hallo. Sie sollen eben nicht stehen bleiben. Fahren Sie weiter. Sind Sie schwer vom Begriff? Sie sollen rechts ranfahren. Fahren Sie jetzt, Digga. Also wenn Sie jetzt nicht rechts ranfahren, wirklich dann... Gut. Digga, es ist jetzt nicht sein Ernst, ne?
er fährt einfach weiter. Achtung, bleiben Sie umgehend stehen, der Herr in dem roten Fahrzeug. Wenn Sie jetzt nicht anhalten, ich sag's Ihnen. So, da bleiben Sie jetzt stehen. Und ich komme jetzt raus und wenn Sie noch einmal wegfahren, dann schieße ich Ihnen alle vier Reifen weg. Nein, 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 nein. Einen wunderschönen guten Tag. Denken Sie, Sie werden witzig hier, oder was? Würden Sie vielleicht auch ein bisschen die Musik noch leiser machen? Ist zwar ein geiler Song, der gerade läuft, ich gebe es zu, aber ein bisschen leiser und am besten ganz aus das Radio. Schalten Sie überhaupt den Motor mal ab, was ist mit Ihnen? Ich brauche einfach noch Liebe. Digga, dank Ihnen ist alles für die Fahrt gecrashed, weil Sie hier ein scheiß Radio lauter machen. Was ist mit Ihnen? Ja, ihm geht erstmal weg. Oh Mann, ey. Ich krieg einen Anfall hier. Nach dem Einbrecher und diesem roten, komischen Autofahrer sind wir endlich wieder auf Streife. Und jetzt schauen wir einfach mal, ob wir mal wieder vernünftige Einsätze hier bekommen. Ein neuer Einsatz hat uns erreicht. Sorry dafür. Ein neuer Einsatz hat uns erreicht. Wir wurden gerufen. Sorry dafür. Ein neuer Einsatz hat uns erreicht. Wir wurden gerufen zu einem... zu einer Eskorte, zu, von einem... Lernen. Wir wurden gerufen, um den Krankenwagen zu eskortieren, also quasi zum Krankenhaus. Da scheint anscheinend eine sehr hohe Position drin zu sitzen. Ich halte meinen Maul und fahre zum Einsatz. Da ist auch schon ein Krankenwagen. Wir fahren ihm jetzt quasi einfach hinterher und müssen ihn quasi eskortieren und schauen einfach mal, ob irgendwelche bösen Ganoven, die ihm irgendwas anhaben wollen, wobei das doch nicht so unwahrscheinlich ist bei so einer Person, die da drin sitzt. Und vor allem, ey, wenn SBFR dann auch noch crasht, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja noch größer, dass ja einfach jemand kommt. So, das einzig Schöne ist, der Callout geht einfach weiter. Also wir tun jetzt einfach so, als wäre nie irgendwas passiert. Okay, wir sind jetzt tatsächlich schon da. Die Hälfte des Weges haben wir schon überstanden, ohne dass irgendwelche Ganoven versucht haben, diesen Krankenwagen in die Luft zu sprengen oder ähnliches. Wenn das so bleibt, dann wäre es ja toll. Achtung, hier spricht die Polizei. Wenn sie ein bisschen Platz machen würden für den Krankenwagen, damit er über die rote Ampel fahren kann, wäre nett. Sie werden gnadenlos weggerammt. Ich würde auf die Seite fahren. Wow, ich werde auch gnadenlos weggerammt. Ja, Krankenwagen einfach. Kompromisslos. Geil. Also wenn die Patienten hinten drin haben, also ich würde da nicht gern hinten drin liegen, muss ich ehrlich sagen. Es ist eine Palme, die wird Ihnen nicht aus dem Weg gehen. Jawohl. So, der Einsatz mit dem Krankenwagen ist erledigt. Und dort vorne sehe ich schon ein rotes Auto. Das ist, glaube ich, ein Ford Mustang. Also den könnten wir auf jeden Fall rausziehen. Dann haben wir auf jeden Fall unsere Tagesaufgabe hier geschafft. 2 von 2 roten Autos dann kontrolliert. Achtung, hier spricht die Polizei. Bitte fahren Sie umgehend rechts ran. Einfach rechts ranfahren bei der nächsten Gelegenheit. Da wäre sie gewesen. Der ist so blöd, wirklich in so eine Parkbucht reinzufahren, oder? Ich glaub's ja nicht. Einen wunderschönen guten Tag. Was geht, was geht, was geht? Sie sind so blöd, in eine Parkbucht reinzufahren, oder? Ja, wahrscheinlich. So, was denken Sie, warum ich Sie angehalten habe? Keine Ahnung. Also, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, sind Sie ein Baustellenfahrzeug. Ich heiße Walz. Fuck. Ja, Führerschein, Fahrzeugpapiere einmal hier, bitte. Dankeschön. Check. Callahan? Ja, das ist mein Name. Ein Problem damit? Alles gut, Bro. Alles gut. Ich werde es nur überprüfen. Zentrale, einmal check Callahan bitte abchecken. 2001 Jahrgang. Bro, du bist echt jung. Ey, Sie sind gesucht. Ich wusste gar nicht, dass ich so prominent bin. Wer sucht mich denn? Wir von der Polizei suchen Sie. Würden Sie mal bitte Ihr Fahrzeug verlassen? Irgendwelche Drogen bei sich? Irgendwelche illegalen Gegenstände? Ich bin geschockt, dass Sie so etwas von mir denken. Okay. Sie haben was dagegen, wenn ich Ihr Auto untersuche? Selbst wenn ich was dagegen hätte, Sie würden es trotzdem tun. Da haben Sie recht. Gut, dann werden wir mal schauen, was wir hier alles finden. Aber ich muss schon sagen, Sie haben wirklich ein schönes Fahrzeug. Eins meiner Lieblingsfahrzeuge. Eine Tüte Äpfel, ein paar Sandalen. Äpfel. Äpfel kann man essen. Kommen Sie mal eben mit. Genau, kommen Sie mal hier zum Straßenrand. Genau. Bleiben Sie mal hier stehen. Ich würde auch noch Sie ganz gerne mal durchsuchen. Okay, nichts Interessantes habe ich von Ihnen gefunden. Ich bin ja nicht kriminell oder so. Ja, deswegen suchen wir Sie auch, ne? Alkohol, das werden wir noch machen. Pusten Sie mal schön rein. Geht erst negativ und dann werden wir natürlich noch einen Drogentest machen. Okay, Drogentest ist auch negativ. Gut, aber nichtsdestotrotz, Sie sind gesucht, deswegen werde ich Sie mal hiermit festnehmen. Sie brauchen uns natürlich jetzt nicht erzählen, warum Sie hier gesucht werden. Sie wissen Bescheid, ne? Sie wurden bestimmt schon öfter verhaftet in Ihrem Leben, sonst würden Sie jetzt nicht gesucht werden. Ein Kollege wird Sie gleich abholen. Dann werde ich hier noch einen ADAC rufen. Der wird Ihr Fahrzeug dann noch mitnehmen. Vorher werde ich es aber abchecken lassen, ob das nicht tatsächlich noch gestohlen ist oder so. Nein, es ist auf Sie zugelassen, aber natürlich werden wir das dann erstmal mitnehmen. Und sonst, wie geht's? Sie fragen mich, wenn ich Handschellen an der Hand habe, wie es mir geht. Ja, ich bin noch freundlicher Mensch. Okay, wir haben tatsächlich auch schon den nächsten Einsatz reinbekommen. Hier wurde
der Notruf gerufen. Kollegin, I love you. Ich danke dir, wollte ich sagen. Wir fahren weiter. Hier wurde die 110 gewählt. Geht die Tür auch mal zu? Dankeschön. Hier wurde die 110 gewählt. Wir wissen aber nicht genau, was es ist. Deswegen fahren wir jetzt einfach mal hin. Fragen wir mal den Kollegen vielleicht, ob er irgendwas weiß. Moin, moin. Haben Sie irgendwas Auffälliges beobachtet oder so? Inwiefern? Hier in der Nähe wurde ein Notruf abgesetzt. Ich wollte einfach nur wissen, ob Sie vielleicht von irgendwas gehört haben oder so. Irgendwas Auffälliges. In meinen 20 Dienstjahren ist hier noch nie irgendwas passiert, okay? Ich habe keine Ahnung. Alles klar, trotzdem danke noch für die Hilfe. Nasi, oh mein Gott! Ich hätte ihn fast getötet. Bist du des Wahnsinns? So, da sind wir auch schon. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was hier jetzt los ist. Warum wurden wir jetzt hier gerufen? So, fahren wir mal runter. Schießerei oder so kann man schon mal nicht sein, weil die chillen hier oben noch. Also so wichtig kann es ja nicht sein. Ich fahre mir einmal rum, aber irgendwie... Also, irgendwas Verdächtiges sehe ich jetzt hier persönlich nicht. Ich parke jetzt einfach mal ein und befrage mal so ein paar Personen, ob die hier irgendwie die Polizei gerufen haben oder so. Zum Beispiel die Frau da vorne steht ein bisschen verdächtig rum. Einen wunderschönen guten Tag. Sie haben hier die Polizei gerufen. Ich habe hier absolut niemanden gerufen. Wir haben mal einen Anruf von Ihrem Handy bekommen. Das ist jetzt ein bisschen blöd, ne? Geben Sie mal bitte den Ausweis. Emero Santos. So. Ich mache jetzt Trick 17. Ich rufe jetzt einfach mal. Sie sagen, Sie haben nicht die Polizei gerufen, oder? Nein, ich habe nicht die Polizei gerufen. Warum auch? Es ist ja nichts passiert. Gut. Einen kurzen Moment. Zentrale, können Sie mal bitte kurz die Nummer durchgeben, die hier angerufen hat? Dieser Notruf hier oben bei diesem Parkplatz, ihr wisst schon wo. Das war die 04526597465. Perfekt. Gut, dankeschön. Mein Ding, beste Kollegen auf der ganzen Welt. So, die Dame, dann werde ich Sie jetzt mal mit meinem Handy kurz anrufen. Dann wählen wir mal hier kurz die Nummer ein. So, ich rufe jetzt hier einfach mal an und dann schauen wir mal, was passiert. Ja, Geist der Hund! Chilling Klingelton haben sie da, aber ich glaube, wir haben da noch ein paar Fragen zu klären. So, da haben wir sie jetzt mal frische Tat ertappt. Oh, das ist mir jetzt echt peinlich. Von mir muss ihnen ja gar nichts peinlich sein, ne? Ich bin da ganz entspannt. Festgenommen sind sie erstmal hier. Was glauben sie, wer sie sind hier? Rufen uns ja einfach, obwohl nichts los ist. Ich glaub's ja nicht. So, der Kollege wird sie abtransportieren. Viel Spaß auf dem Revier, gibt's safe eine Hafenstraße. Kollege kommt da hinten auch schon. Perfekt. Oh mein Gott, die Kollegin. Ich wollte eh noch was machen hier. Ich helfe dir geschwind, Kollegin. Ne, kein Ding. Soll ich sie mitnehmen oder kriegst du es allein hin? Das werde ich wohl gerade allein noch hinbekommen. Okay, ja, ich habe doch nur mal eine Hilfe angeboten. Ey, jetzt mach mal keinen Aufstand hier, ey. Wir haben jetzt tatsächlich noch einen Einsatz reinbekommen. Hier wurde ein Emergency-Car, also hier wurde ein Einsatz. Wir haben jetzt gerade echt noch einen Einsatz reinbekommen. Kurz vor Dienstschluss ist hier nochmal ein Einsatz reingekommen. Nochmal ein Einsatz und zwar ist hier nochmal... Digga, ich laber hier schon wieder Scheiße. Hier ist ein Einsatz reinbekommen. Sprachenlernen Bubble. Wir haben einen Einsatz reinbekommen und zwar wurde hier ein Einsatzfahrzeug gestohlen. Dementsprechend hängen wir uns da einfach mal an die Verfolgungsjagd dran. Ich glaube, ein Hubschrauber ist schon mit am Start und Kollegen fahren schon hinterher. Die fahren hier stadtauswärts etwa 1 Kilometer von uns entfernt. Da werden wir jetzt einfach mal mit Vollspeed uns hinten dranhängen an die Verfolgungsjagd und mal schauen, ob wir die irgendwie zum Stocken kriegen. Das ist natürlich nicht nice, wenn hier irgendwelche Einsatzfahrzeuge gestohlen werden, weil am Ende, ja... wird einfach unser Spritverfahren kostenlos. Und das ist einfach, sowas muss einfach nicht sein. Und da sehen wir jetzt auch schon bei der Verfolgungsjagd. Okay, ein Feuerwehrauto wurde hier gestohlen. Ich reihe mich einfach mal hier in die Mitte mit ein, ne? Sandwich. Oder, nee, doch nicht. Ich fahre einfach mal ganz vorne rin. Oder, nö, jetzt bin ich schon in der Mitte. Ist eigentlich auch ganz chillig hier. Wir werden jetzt mal schauen. Ein paar Kollegen werden wohl noch anrücken. Und wir werden, ja, schauen wir, dass wir ihn irgendwie stoppen. Ohne, dass hier irgendeine Person zu Schaden kommt. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, aber da vorne ist schon eine Straßensperre. Ob die was bringen gegen dieses Feuerwehrauto, ich weiß es nicht. Oh doch, die war effektiv. Okay, krass. So, steigen Sie sofort aus dem Fahrzeug aus. Steigen Sie sofort aus dem Fahrzeug aus. Hey, jetzt reicht's aber. Steigen Sie aus. Oh Gott, er hat die Straßensperre durchbrochen. Jetzt aber Gas geben, Ja, zu Fuß braucht er da nicht hinterherlaufen. Ab ins Auto. Echt, die wollen ja zu Fuß hinterherlaufen, ich glaub's ja nicht. Gerade die Straßensperre war ja ziemlich effektiv. Vielleicht werden wir jetzt mal schauen, ob ein Nagelbrett vielleicht was bringt. Also wenn er jetzt nicht links abbiegt in diese Straße, dann wird das Nagelbrett wohl erfolgreich sein. Schauen wir jetzt einfach mal. Und yo, er fährt genau drüber, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Haben die Kollegen super gemacht. Und jetzt hält er auch tatsächlich an. Oh, ist eine Frau sogar. So, jetzt auf den Boden legen. So, alles gut. Ey, wer schießt denn da schon wieder? Jo, der schießt einfach, der Kollege. Ist der denn des Wahnsinns? Legen Sie sich auf den Boden, ganz ruhig. Die Hände in die Luft, ganz ruhig.
So, alles wird gut, ne? Alles wird gut. Genau, der Kollege nimmt sie hier mal eben fest. Okay, ich werde hier mal den Schlüssel ziehen bei diesem Feuerwehrauto. Okay, was haben sie sich dabei gedacht, die Dame? Ich wollte schon immer in meinem Leben Feuerwehrauto fahren. Und jetzt habe ich es endlich geschafft. Okay, krass, okay. Also, wenn es ihr Lebensziel war, ja gut, dann sage ich ja gar nichts mehr. Wir werden sie jetzt mal kurz abchecken lassen. Rachel Garcia. Und sie haben auch noch keinen Führerschein. Das ist natürlich suboptimal, wenn sie mit so einem fetten Gerät rumfahren. Aber wie gesagt, wenn es ihr Lebensziel war, dann ist es natürlich halb so wild. Wir werden jetzt erstmal schauen, dass wir sie irgendwie unterbekommen in irgendeine Zelle. Mein Kollege wird es jetzt mal eben mitnehmen. Weitere Untersuchungen werden dann wohl auf dem Revier stattfinden. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Hoffen wir mal, dass Sie nicht so eine heftige Strafe bekommen, dass Sie irgendwann mal ganz legal Feuerwehr fahren dürfen. Ich meine, es ist ja auch ein toller Beruf. Feuerwehrmann ist super geil. Feuerwehrmann oder Frau ist ja ein toller Job. Der Kollege fühlt es hier gerade noch, legt sich auf die deutschen Straßen. Das fühle ich auch und in dem Sinne würde ich sagen, ich bedanke mich bei jedem Einzelnen. Lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war es dann noch von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen jetzt nach dieser ewig langen Auszeit. Wir sehen uns dann. Haut rein. Servus, ciao, euer Walze. Du darfst jetzt gerne noch abonnieren und kommentieren, um mir den Tag noch ein wenig zu versüßen. Vergiss den Daumen nicht und die Glocke zu aktivieren. Ich hoffe, ich darf